Hallo Sportfreunde, ich begrüße euch heute aus Weimar. Heute ist Freitag und Freitag mache ich immer Bankdrücken. Gestern konnte ich leider nicht filmen, deswegen sind auch die Kniebeugen nicht im Video vorhanden. Der Akku war alle von der Kamera, naja, passiert halt. Eine kurze Info drüber, gestern habe ich mit ca. 82% Kniebeuge ausgeführt. Da nun die zweite Phase meiner Vorbereitung für die Landesmannschaftsmeisterschaften Thüringen im Kraft-3-Kampf diese Woche beginnt, habe ich den Poweranzug angezogen. Ich habe 3 Wiederholungen gemacht mit ein paar Sätzen. War intensiv gewesen, aber es lief recht locker. Und die Beine habe ich heute früh noch etwas gemerkt mit Muskelkater und Erschöpfung. Aber jetzt ist schon wieder alles vorbei. So. Heute Bankdrücken, funktionelle Kraft, maximal, was sagt der Plan, maximal 70% und mache dann noch im Anschluss enges Bankdrücken und das Ganze wird dann wieder mit Explosivkrafttraining. Nach der Erwärmung mit 55% bin ich auf 62 gegangen, dann kam der Arbeitssatz mit 70%, dort habe ich 4 Sätze A2 Wiederholungen gemacht mit einer minimalen Pause zwischen den Wiederholungen. Ich habe das kombiniert mit Explosivkrafttraining, 3 Wiederholungen und einer minimalen Pause zwischen den einzelnen Wiederholungen. Und beim Abendbrot gab es diesmal kleine Kartoffelpuffer mit einer Soße und Backfisch. Hin und wieder esse ich da halt auch mal Hackfleisch mit Nudeln oder auch Fischbrötchen. So, dann bis zum nächsten Mal.